Herzlich willkommen YouTube. Herzlich willkommen auch hier im Stream. Wir spielen noch eine Runde This War of Mine. Wir sind am Tag 5. Respektive die Nacht darauf und gehen wieder eine Runde plündern. Immer in der Hoffnung, dass nicht doch noch etwas Schlimmes passiert. Wir nehmen wieder Palm und schauen uns mal um, was wir hier noch zu plündern hätten. Gut, im besuchten Haus hätten wir ja noch Teile. Das ist ja gut und recht, aber wir sollten Nahrung haben. Das Doppelhaus könnte eine Gefahr bergen. Der Supermarkt. Dieser Laden hat die gesamte Nachbarschaft versorgt, bevor sie zur Kriegszone wurde. Da das Gebiet vom Militär kontrolliert wird, könnte es gefährlich sein, dort einkaufen zu gehen. Es könnte ja doch das Risiko wert sein, denn dort sollten noch viele Sachen übrig sein. Ja. Das ruhige Haus. Diese Wohnsiedlung ist nahezu unberührt geblieben. Es ist eine ruhige Gegend. Kleine Häuser mit Veranden, Gärten und Sitzplätzen. Einige dieser Häuser sind noch immer bewohnt. Die Leute versuchen hier ein normales Leben zu führen. Medikamente hätten wir hier, ja, baufällig besetztes Haus. Obdachlose haben sich schon lange vor dem Krieg dort niedergelassen. Sie mussten schon immer mit dem Mangel an Nahrung kämpfen. Ich frage mich, ob sie die jüngste Nahrungsmittelknappheit überlebt haben. Wir könnten dennoch erwarten, interessante Sachen in den Verstecken zu finden. Gut, wie gesagt, wir brauchen unbedingt Nahrungsmittel. Wir hätten hier eine Menge Lebensmittel, das Problem ist einfach, der Bereich wird überwacht. Und viel zu handeln haben wir nicht, da Kathi verletzt ist. Wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als ins Doppelhaus zu gehen. Wir nehmen wieder das Brecheisen und die Schaufel mit. Und los geht's. Okay, wir sind also schon gewarnt. Anscheinend kann es hier heftigst zur Sache gehen. Opa. Okay. Sind das Herzchen? Also scheint es hier doch nicht wirklich so friedlich zu sein. Risiko. Na, sag jetzt nicht, du kommst auf diese Seite rum.
zieht ab. Hier oben ist auch noch irgendjemand. Wir versuchen es. Ah. Okay, wenn die sich so runterlocken lassen. Tabakzigaretten, ja, gut, besser als gar nichts. Lebensmittel wären mir jetzt lieber gewesen. Gänge hier unten sind. Verlassen. Sich ein feines Süppchen angesammelt. Okay, aber wir wissen, wo wir ein Sägeblatt herbekommen, also ein klein wenig tauschen. Das ist mal die Frage. Wer ist hier oben? Oh ja, genau. Okay, die kommen hoch. Vielleicht können wir uns hier aufziehen. Nicht so lange warten. Das geht nun schief. Gefährliches Spiel. Gut. Schnell wie möglich zum Ausgang, sonst bleiben wir hier und verlieren unter Umständen noch unseren guten Paul, der Tag 6. Jetzt hoffen wir mal, wir hatten keinen Überfall. Die Nacht war ruhig. Wir müssen sicherstellen, dass wir genug zu essen für alle haben. Eintrag für Tag 5.
Arme Leute, ich weiß, dass es grausam war, ihre Vorräte zu nehmen, aber es geht um unser Überleben. Na Junge, arme Leute. Ich gehe davon aus, dass sie nicht lange gefackelt hätten. Bruno, Tag 6. Einst war ich Optimist. Ich hätte schwören können, dass ein Krieg hier unmöglich gewesen wäre. Kriege passieren weit entfernt, in Ländern der dritten Welt. Das dachte ich zumindest. Sogar als die Nachrichten von Tag zu Tag beängstiger wurden, konnte ich mir nicht vorstellen, was uns noch bevorsteht. Tag 5. Wir können über Moralität von Diebstahl diskutieren, wenn wir diese Hölle überstanden haben. Und Kathi. Wir haben überlebt. Können wir Pavel dafür danken? Gut, nichtsdestotrotz geht es ums Überleben. Genau das werden wir jetzt tun müssen. Da ist die Steuerung irgendwie etwas verkorkst. Dann gibt es halt heute Hunger. Und uns fehlt sogar das Fleisch. Ja. Also wir müssen unbedingt Nahrung besorgen. Wenn wir etwas Glück haben, haben wir hier etwas Nahrung. Das würde ich sagen, nehmen wir einmal Kaffee. Zigaretten haben wir noch etwas, also das lassen wir. Gut, jetzt ist die Frage, was er dafür will. Da alles reingepappt. Ist der Drehtabak, kann ich mal den haben. Die Waffenteile können wir im Moment auch nicht brauchen. Nee, bist du ein Halsabschneider, Junge. Ja, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Und sonst ist er einfach wirklich zu teuer. Ja, gut. Kann mir wenigstens etwas Kleines kochen. Ich
herstellen. Sie haut sich auch mal noch was rein. Nun gut, der Rest ist noch für Paul. Wasser haben wir noch etwas. Wirklich herstellen können wir auch nichts. Und im Radio die Nachrichten. Hüten Sie sich vor Plünderbanden, die die Stadt unsicher machen. Am besten verschließen Sie Ihre Türe und bleiben drin. In der Stadt Gravaia wurden Massen gut, das haben wir ja schon. Da haben wir Musik. Draußen ist es kalt, bewölkt und es könnte zu Regenfällen kommen. Ja, Sessel müsste man haben. Ein Schluck heißes Wasser wird wohl das einzige bleiben. Dann lassen wir mal die Musik und Paul holt sich da noch was Kleines zu essen. Ja, wie ihr seht, ganz einfach ist das Überleben nicht. Viel haben wir hier nicht. Und es wird immer weniger. Und ich glaube, wir schließen den Tag jetzt ab. Ja, Nahrungsmittel sind gefragt und es kamen einige neue Gegenden dazu. Das Reisebüro. Die Angestellten des Reisebüros waren eine gut organisierte Gruppe. Sie haben dem Militär lange Zeit die Stirn geboten. Doch ein einziger Besuch von etwas verzweifeltem Abschaum hatte gereicht, um ihren Siegeszug ein Ende zu setzen. Der neue Vorstand bietet nur noch Reisen an, bei dem man sich Radieschen von unten ansehen darf. Sie haben allerdings Nahrung, Waffen und Werkzeuge, die wir brauchen könnten. Ja. Das könnte nicht gut ausgehen für uns. Bombardierte Schule. Die Schule wurde durch Mörsergranaten beschädigt. Hier ist seit langem nicht mehr unterrichtet worden. Eine Gruppe von Leuten ist vor kurzem in das verlassene Gebäude gezogen. Vielleicht möchten sie mit uns handeln. Und dann haben wir das Stadtkrankenhaus. Es wurde mehrmals bombardiert und wurde wiederholt von Banditen geplündert. Trotzdem ist es noch in Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt immer noch Patienten auf und rettet Leben. Das ist vor allem Dr. Yetimov, einem renommierten Chirurgen, zu verdanken. Er bleibt standhaft und hält die anderen auf Kurs.
Gut, im Krankenhaus sollten wir nicht plündern, das weiß ich. Also, das ist sicher nicht das Schlimmste. Gut. Für YouTube, wie wir uns entscheiden werden, seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis dann.